September 1997. In den Räumen einer Catering-Firma in der Nähe des Paderborner Hauptbahnhofes brennt es. In einem Büro finden Feuerwehrleute eine tote Frau. Bald stellt sich heraus, die 29-jährige Kerstin J. wurde umgebracht. Meine Damen und Herren. Auch in der ZDF-Fahndungssendung Aktenzeichen XY ungelöst wurde im Anschluss an das Verbrechen nach dem Täter gesucht. Der Journalist und Autor Ralf Döbele hat sich auf die Spuren der Gewalttat begeben. Der Mord an Kerstin J. ist mit unglaublicher Brutalität verübt worden. Die Kripo Bielefeld suchte nach diesem Täter. Zeitweise in ganz Europa, musste dann aber doch feststellen, dass er sich eigentlich die ganze Zeit im unmittelbaren Umfeld des Opfers aufgehalten hatte. Die 29-jährige Kerstin J. lebte in Paderborn, im Stadtteil Schloss Neuhaus. Die Frau arbeitete in der Catering-Firma ihrer Eltern, vertrat sie insbesondere, wenn sie im Urlaub waren. Wie auch am 3. September 1997. Gegen 6 Uhr morgens macht sich Kerstin J. auf den Weg, um in den Kantinen einer benachbarten Maschinenbaufirma die Einnahmen des Vortags abzuholen. Gegen 7 Uhr ist sie zurück. Kerstin J. galt als besonders vorsichtig. Es war bekannt, dass sie immer die Eingangstür zu dem Gebäude abschloss, wenn sie die Tageseinnahmen zählte. Nach 7 Uhr morgens muss sich dann aber doch irgendjemand Zutritt zu dem Gebäude verschafft haben. Der Täter greift Kerstin mit einem Elektroschockgerät und einem Messer an. Er raubt ihr die Tageseinnahmen und ersticht die junge Frau. Unfassbar. Anschließend zündet der Mann die Leiche mit Hilfe eines Desinfektionsmittels an und verschwindet mit dem Geld. Zeugen für das Verbrechen gibt es nicht. Gegen 12 Uhr kam ein junger Mann auf das Werksgelände. Er hatte sich mit Kerstin zum Kaffeetrinken verabredet. Sie hatten sich am frühen Morgen getroffen, hatten sich verabredet. Er entdeckte das Feuer, alarmierte die Feuerwehr. Während der Löscharbeiten findet die Feuerwehr die leblose Kerstin J. Sie kann nicht mehr gerettet werden. Die Polizei findet heraus, dass das Opfer dem Täter die Tür geöffnet haben muss. Kannte Kerstin J. ihren Mörder? Die Frage nach dem Motiv war wirklich entscheidend in diesem Fall. Also ging es in Anführungszeichen nur um die Tageseinnahmen oder gab es doch irgendeine Art von persönlichem Motiv für diese doch sehr brutale Tat? Die Kripo Bielefeld versucht jetzt mehr über die getötete Kerstin J. herauszufinden. Die Frau galt als sehr hilfsbereit, war beliebt. In diesem Bereich fand man also keinerlei Anzeichen für ein persönliches Motiv. Ein weiterer wichtiger Anhaltspunkt für die Polizei ist das Elektroschockgerät, mit dem der Täter Kerstin J. angegriffen hat. Es ist am Tatort zurückgeblieben und nicht verbrannt. Aber auch die Tageseinnahmen an sich waren ein Ansatzpunkt, denn die bestanden hauptsächlich aus Hartgeldrollen. Also war die Frage, ob nach dem Verbrechen irgendjemand mit besonders viel Hartgeld aufgefallen war. Nur wenige Meter vom Tatort entfernt befindet sich die Lkw-Einfahrt der Maschinenbaufirma. Zahlreiche Lkw-Fahrer aus ganz Europa kommen als Zeugen in Frage. Die Suche nach Lastwagen, die zum Tatzeitpunkt hier vorbeigekommen sind, kostet die Ermittler von der Kripo Bielefeld viel Zeit. Und zum Mörder von Kerstin J. führen die Überprüfungen nicht. Die Polizei wendet sich an die ZDF-Fernsehfahndung Aktenzeichen XY ungelöst mit Moderator Butz Peters. Der Film über den Mord an Kerstin J. wird am 8. Mai 1998 ausgestrahlt. Unter anderem wird nach der Herkunft des Elektroschockgeräts gesucht. Mit der XY-Ausstrahlung versuchte die Kripo vor allem überregionale Zeugen zu erreichen, die vielleicht noch gar nichts von den Verbrechen gehört hatten. Damit natürlich auch die Lkw-Fahrer, die als potenzielle Zeugen in diesem Fall gesucht wurden. Trotz 5 Millionen Zuschauern kamen aber kaum wertvolle Anrufe in diesem Fall rein. Also eine heiße Spur entwickelte sich für die Kripo dadurch nicht. Doch die Polizei lässt nicht locker. Ein gutes Jahr nach dem Mord an Kerstin J. kommt den Ermittlern Kommissar Zufall zu Hilfe. Auf dem Gelände der Maschinenbaufirma waren in den Monaten zuvor immer wieder Computerteile gestohlen worden. Und für diesen Fall hatte die Polizei einen Hauptverdächtigen, Werner H., 61 Jahre alt. Eigentlich ein sehr angesehener Mitarbeiter dieser Firma. Also er war Betriebsrat, Schwerbehindertenbeauftragter und Werkssanitäter.
Sein Haus wurde durchsucht. Dabei wurden dann nicht nur die gestohlenen Computerteile gefunden, sondern auch die Quittung für ein Elektroschockgerät. Einem identischen Elektroschockgerät, wie es am Tatort bei Kerstin J. zurückgeblieben war. Während der Ermittlungen finden die Beamten heraus, dass Werner H. möglicherweise bereits einige Jahre zuvor ein schweres Verbrechen begangen hat. 1993 war die Hausfrau Elke H. in Lippstadt getötet worden. Der Täter hatte ihr einen Stich in den Hals versetzt und sie danach mit einem Elektrokabel erdrosselt. Unter ihren Fingernägeln wurde die DNA von Werner H. gefunden. Dank des kriminalistischen Fortschritts Ende der 90er Jahre fördert ein Abgleich der DNA des Verdächtigen mit der Datenbank dieses Ergebnis zutage. So muss sich Werner H. im November 1999 gleich wegen zwei Tötungsdelikten vor dem Landgericht Bielefeld verantworten. Hat er Kerstin J. umgebracht? Werner H. gibt zwar zu, das Opfer gekannt zu haben, aber... Der Angeklagte war nicht geständig. Vielmehr versuchte er, alle möglichen Ausreden für die doch sehr dichte Indizienkette an den Tag zu bringen. Also er behauptete, er wisse nicht, was mit dem Elektroschockgerät, das er gekauft hatte, passiert war. Und besonders zynisch für die Angehörigen von Kerstin J. muss auch gewesen sein, dass er im Verlauf des Verfahrens immer wieder behauptet hatte, er hätte Kerstin J. gar nichts antun können, denn sie sei eigentlich wie eine Tochter für ihn gewesen. Das Gericht befragt Werner H. auch zum Mord an Elke H. im Jahr 1993. Er versucht im Verlauf des Prozesses, die DNA unter den Fingernägeln des Opfers auf recht kuriose Art und Weise zu erklären. Er behauptete, in einem scherzhaften Moment habe er die Frau in die Luft gehoben. Diese doch recht zweifelhafte Aussage konnte dann von weiteren Zeugen widerlegt werden. Für den Mord an Kerstin J. gibt der Angeklagte vor Gericht ein Alibi zu Protokoll, das allerdings ausgerechnet von seiner Ehefrau widerlegt wird. Das Gericht ist am Ende davon überzeugt, dass mit Werner H. der Richtige auf der Anklagebank sitzt, aufgrund der dichten Indizienkette. Dazu gehörten die Rechnung des Elektroschockgeräts, die bei ihm gefunden worden war, das widerlegte Alibi durch die Ehefrau. Besonders wichtig war auch noch die Aussage eines Gutachters, der vor Gericht bezeugte, dass es sich bei der brennbaren Flüssigkeit, mit der Kerstin J. übergossen worden war, um Desinfektionsmittel gehandelt hatte. Und zwar genau um die Art von Desinfektionsmittel, die Werner H. Als Betriebssanitäter in seiner Krankenstation ständig zur Verfügung hatte. Ende 1999 fällt dann das Urteil. Werner H. wurde im Dezember 1999 zu lebenslanger Haft verurteilt wegen des Mordes an Kerstin J. und wegen Totschlags an Elke H. In diesem Fall konnte nicht nachgewiesen werden, dass die Tat von langer Hand geplant gewesen war. Im Fall Kerstin J. war das Gericht aber davon überzeugt, dass Werner H. ganz genau gewusst hatte, dass die junge Frau alleine im Büro war und dass ihre Eltern in Urlaub waren. Ein kleiner Trost für die Eltern von Kerstin J. Ihr Mörder konnte überführt werden.